So, wir wollten da reingucken und in der Zwischenzeit wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass doch hier Tereks Körper irgendwo noch rumgeistert. Und das ist vollkommen richtig. Hier war irgendwo eine Säule, also eine von den Knubbeln hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Knubbel. Und da war ein Schalter. Aber erstmal machen wir kurz hier drin sauber. Hallo, Esther. Komm her. Wir brauchen neue Drachensteaks. Also nicht jetzt direkt, aber eine Nahrungsquelle in der Nähe. Wow. Wow, wo kommst du jetzt wieder her? Notiz an selbst, nicht in Fallhöhe springen. Aber der hat echt versucht, uns zu flankieren. Ich habe es genau gesehen. Ja, ihr fiesen Viecher. So, Energie ist auch schon wieder fast alle. Einer tot. Das macht das Flankieren schon schwieriger. Oh, und wir sind gleich tot. Das ist ganz und gar nicht gut. Aber um die kann man wenigstens einigermaßen gut rumtanzen. Ah, wo, die können auch zur Seite schlagen, ne? Wie die Oger. Genau. Böses Maul. So. Nicht die Dinos unterschätzen. Nicht die Dinos unterschätzen. Nicht in die Fallgrube stolpern. Nicht in die Fallgrube stolpern. Nicht flankieren lassen. Nicht überhaupt. So. Keine Fallgrube hinter mir. Okay. Das war ein schöner Cleave. So. Das müsste doch jetzt machbar sein. Egal, wie schlecht ich mich beim Rumstrafen anstelle, wollte ich gerade sagen. Aber anscheinend war das zu früh gesprochen. Na doch, jetzt sieht es langsam gut aus. Wie zur Hölle können die so schnell zur Seite schlagen? Ich bewege mich gerade auf ein Feld und sie beißen schon in die Richtung, in die ich vorhabe, mich zu bewegen. Also. So, Mann, Mann, Mann. Können wir uns hier da drin einbunkern und Tür zu machen und schlafen? Jo, schaut gut aus. So, was haben wir hier? Eine Wurfaxt. Nein, nein, die wollen wir nicht in die Hand nehmen, die wollen wir nur mitnehmen. So, also Plan ist, gleich wieder einen Lichtzauber sprechen. Nur für den Fall, dass es demnächst ausgeht. Dann wieder zurück zum Schild wechseln, was wir den ganzen Kampf über nicht anhatten und auch vor dem Speichern wahrscheinlich nicht anhatten. Weswegen wir überhaupt erst gestorben sind. Ja, also Schild wieder in die Hand nehmen und dann suchen wir mal den Schalter und gucken in unser eigentliches Endversteck, wo wir uns eingebunkert haben im letzten Playthrough. Also wir als Torum oder er als Torum sich eingebunkert hat und gestorben ist. Hoffen wir mal, dass wir da nicht eingesperrt werden, obwohl das ein echt cooles Ende wäre. Also es wäre nicht cool, weil uns fehlen noch jede Menge Secrets und das Spiel ist noch nicht durch. Das ist ein wenig unpraktisch für einen 100% Run. Aber es wäre von der Story her ganz cool. Obwohl ich es mittlerweile bezweifle. So, wir haben Platz im Inventar. Wir haben unser Schild in der Hand. Lungern hier irgendwelche neuen Mönche rum? Nö, gut. Gehen wir mal die Säulen ab. Da. Irgendwo ist was aufgegangen. Dahin. Gut. Ich speichere mal vorsichtshalber ab. LP051A. So, drücken. Secret found. So, wir haben eine uralte Axt gefunden. Eine Axt, die wahrscheinlich schon mehr Schädel gespalten hat als alle anderen in der Geschichte der Menschheit. Okay. Hieß die nicht vorher wirklich Thorums Axt? Dann haben sie doch was geändert. Sehr schön. Attack Power 36. Ja, doch, ist geringfügig besser. Mal eben 4, 12 Punkte mehr. Dafür ein Punkt weniger Geschwindigkeit, aber das ist egal. So.
Ein zerschlissener Umhang, ein Phalanxhelm und ein Hearthstone Bracelet. 20% höhere Attack-Kraft, also das haben wir schon einmal irgendwo. Ich wollte lieber 15% schneller zuhauen. Vor allem, je langsamer wir sind, desto mehr bringen die 15% auch, oder? Sehe ich da jetzt was falsch? Na gut, das kann also auch weg. Das haben wir oben in irgendeiner Rumpelkammer rumliegen. Wenn wir es wirklich brauchen, können wir es auch von da wiederholen. Oder von hier halt. So. Und, tada, wir haben ein Zeitparadox geschaffen. Oder so ähnlich. Also wurden nicht eingesperrt. Na gut, dafür haben wir jetzt eine richtig schöne Axt. Und wir können zu der Tür gehen. Dum, 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 dum. Und dann sollte ich eigentlich demnächst auch mal wieder anfangen, die Secrets zu lösen. Ich schiebe das immer so ein bisschen vor mir hin. Denn ich weiß, ich werde jetzt irgendwie auf Etage 6 zurückgehen müssen und da nach Secrets suchen. Ja. Aber das muss warten. Ich will jetzt weiterspielen. Oh, stopp, 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 stopp. Wir brauchen unbedingt noch von den Dinos das Fleisch, weil wir haben jetzt schon fast kein zu essen mehr. Ich will nicht so ein Problem haben wie vor kurzem. Dass wir 30 Stunden lang auf den Ogre einschlagen müssen, bis der überhaupt immer Schaden bekommt. Sind die nicht hier irgendwo gestorben? Hier liegt noch eine Fackel auf dem Boden. Jetzt sag nicht, die haben beide kein Fleisch gedroppt. Also hier ist ein Nahrungspaket, aber das ist nicht das, was ich gesucht habe. Komische Dinos. Na gut, können wir nicht ändern. Müssen wir halt hoffen, irgendwo anders noch was zu essen zu finden. So, jetzt aber. Richtig. Schnörkelschlüssel. Schnörkelschloss. Ominöser Teleporter. Gucken wir hier mal kurz nach Schaltern. Ha. Zu weit geworfen. Erst runterspringen oder erst in den Teleporter? Kann man da irgendwas timen? Und vor allem runterspringen, das erinnert mich zu sehr an die Schleime. Das muss nicht unbedingt sein. Vor allem sind wir... Da ist die Treppe nach unten, da ist die Treppe nach oben. Ne, wenn wir hier runterspringen, dürften wir nicht im Schleimbereich landen. Springen wir einfach. Okay. Hier schon mal unsere Wurfaxt. Keine unmittelbaren Gegner. Dafür eine Fratze, die uns gleich bestimmt anschießen wird. Und hier ist ein Schalter. Au, 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 au. Doofes Ding. Ganz doofes, gemeines Ding. Und warum ist sie jetzt ausgegangen? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das war knapp. Okay, hier dürfte es eigentlich ja sicher sein. Mann, Mann, Mann. So, was ist jetzt in dem Sack drin? Das war nicht der Sack. Oh, Essen und ein Heilkraut. Sehr schön. Dann kannst du auch weg. Und wir schlafen einfach mal. Das Heilkraut müssen wir auch gleich noch richtig einsortieren. Das ist auch noch falsch. Aber gut. Also das Runterspringen hat sich schon mal gelohnt. Und es ist ein Secret mehr. Hatten wir das letzte Mal eigentlich gefunden? Also ich kann mich an die Szene erinnern, hier mit der Fallgrube und dem Teleporter. Aber ich glaube, letztes Mal bin ich zuerst in den Teleporter gesprungen. Na gut. Kräuter. Wo sind unsere Heilkräuter? Da. So, die Flasche kann da noch raus. Dann kann der Sack auch weg. Drei Heilkräuter haben wir noch und drei Heiltränke. Das hält sich echt in Grenzen alles. So. Was machst du jetzt? Ja, klar. Warum nicht?
Ist ja nicht so, dass wir es die ganze Zeit vorher hätten gebrauchen können. So. Sonst sind hier keine Schalter. Na gut. Wir sind wieder da oben. Und jetzt springen wir da rein. Oh. Oh. Das sieht gefährlich aus. Da ist ein Knopf. Fackeln aus Prinzip aus den Halterungen nehmen. Hier ist nirgendwo außer an der Wand Platz für Knöpfe. Und irgendwas Schlimmes wird passieren, wenn ich den Schlüssel da nehme. Ich glaube, ich gehe erstmal da durch die Tür. In der Hoffnung, dass ich denn da irgendwo hinten einen Platz finde, wo ich einigermaßen gut rum... Oh, das ist der Ausgang. Also der Hochgang. Ha. Huh. Ich bin verwirrt. Na gut. Der Prison Key. Ach stimmt, wir hatten ja noch eine Etage, wo wir eigentlich nur durchgelaufen sind, weil in der ganzen Etage nichts war. War die hier unten? Nee, ich glaube die war... Da. Was steht hier drauf? Dieses Level ist geschlossen. Ja, weil da überall Schleime rumhausen. Schalter waren hier keine. Nö. So. Hier ist das Gefängnis. Da ist der Schlüssel. Ihr dürftet wissen, was jetzt kommt. Und ich glaube, auf den Etagen hier gab es auch keine Secrets mehr. Also auf den Endgame-Etagen. Ich guck mal kurz in die... Nein, Tutorial will ich nicht machen, danke. In die Statistiken. Wir haben Secrets 68 von 71. Das ist sehr schön. Drei Stück fehlen nur noch. Was aber auch bedeutet, dass wir die drei noch schwieriger finden werden. Eventuell ist ja doch hier unten in den Endräumen noch irgendwo was. Das wäre natürlich extrem cool. Wir haben keine Notizen von Dorum gefunden. Ja. Zwei Treasure fehlen auch noch. Oh ja. Zählen Treasure immer gleich mit als Secrets? Da bin ich mir nicht sicher. Wenn ja, würde es bedeuten, es fehlt nur noch ein einziges Secret. Und wir haben vier Schädel bisher gefunden. Ich glaube, es gab mehr. Na gut, kann man nicht ändern. Wir spielen schon seit 12 Stunden. Das sind mal eben 48. Ja, das kommt ganz gut hin, 50 Folgen. So, Resume. Hier wollen wir erstmal nicht weiter. Denn wir haben noch Schleime zu töten. Ist nur die Frage, wie kamen wir jetzt zu den Schleimen zurück? Da war, glaube ich, nämlich so eine Einwegtür. Das sollten wir uns genauer angucken. Aber doch, ich bin gut motiviert jetzt, wo ich weiß, dass es nur noch drei Secrets sind. Ich hätte eben gedacht, wir hätten noch richtig viele vor uns. So. Wieder hier außen rumlatschen. Und dann geht das taktische in die Grube springen wieder los. Denn da waren sehr viele Fallgruben. Und wir sind bisher, glaube ich, immer in dieselbe geplumpst durch Zufall. Also, ich bin panisch weggelaufen und dann dementsprechend immer wieder in die gleiche Fallgrube rein. Bin ich jetzt richtig? Ja. So, da hoch. Nicht die Falle auslösen. Genau, da geht's wieder zurück. Und wir wollen nicht im Kreis laufen. Schleimball, nein. Die benutze ich irgendwie fast gar nicht. Es gibt zwar ein Rezept für die Schleimbälle, aber habe ich nicht so wirklich benutzt bisher. So, wir sind jetzt hier. Bisher runtergefallen sind wir, glaube ich, immer in das da. Also die beiden hier sind wir dann da und da gelandet. Ich würde gerne möglichst nah an der Treppe rauskommen. Da ist eine Treppe nach unten. Da ist eine Treppe nach oben. Macht ja auch Sinn. Aber eigentlich müsste man diese ganze Seite auf diese Seite schieben können. Also nicht umklappen, sondern halt schieben. Und dann passt das, glaube ich, nicht ganz. Also der Punkt auf dem Punkt. Dann würden diese Fallgrube zum Beispiel 1, 2, 3 schräg. 1, 2, 3 schräg irgendwo hier hinführen. Na, komisch. Na gut, fangen wir einfach mal hier an. Das müsste dann
hier hinten irgendwo sein. Hoffentlich recht weit entfernt von den Schleimen. Aber erstmal abspeichern. Neues File. LP050B. Und wir sehen uns gleich wieder.